Was zuletzt geschah. Die ersten Tage in der Welt der Menschen brachten vieles mit sich. Der erste Tag war gefüllt mit Recherche. Am zweiten Tag die erste Reise in eine naheliegende Stadt, die das Zentrum des Kriegs bildete. Dort traf Bulbi ihren alten Gildenkameraden Kadabra wieder. Günther fiel den Menschen bereits auf. Erst sprach er Bulbi aus Versehen in ihrer Sprache an. Und dann schaltete sich auch noch die Determination ein, um Lord Ecke zu retten. Eine noble Tat, doch nicht in den Augen der Menschen. Nach 2 Tagen war Günther für sie bereits zum Feind geworden. Kapitel 18. Ein alter Freund. Wir brachen wieder auf. Unser 3. Tag in der Welt der Menschen stand an. Und bereits jetzt waren wir mehr als bekannt. Keine gute Ausgangslage für uns. Doch trotzdem waren wir bereit für einen neuen Tag. Und wieder reisten wir in die Stadt. Es war einfach mit Abstand das Sinnvollste. In meinem kleinen Heimatdorf war kaum etwas los, wenn in diesem Ort so in der Nähe der Krieg seinen Höhepunkt hatte. Wir entschieden uns jedoch, dieses Mal eine andere Ecke der Stadt zu bereisen. Wir hieß an diesem Tag Latios, Seemops, Lord Ecke, Ivy, Chillast und Hydropi. Viele der Trainer würden vermutlich nicht oft ihre Kampfplätze wechseln und diejenigen, die gestern live dabei waren, wären sicher nicht erfreut über meinen Auftritt. Stattdessen durchkämmten wir eine andere Ecke der Stadt. Die Ecke, in der meine alte Schule stand. Aus der Ferne sah ich wenige Leute, die sich auf dem Schulhof aufhielten. Sie schienen Pokémon-Kämpfe durchzuführen. Ich hatte bei meinen Recherchen ja bereits über eine Trainerschule gehört. Und so lag der Verdacht nahe, dass es sich dabei um mein früheres Gymnasium handelte. Ich entschied mich jedoch, auf Abstand zu bleiben und die Gegend weiter zu inspizieren. Allgemein waren hier deutlich weniger Mitglieder von Darkreis Armee. Vermutlich war ihnen bewusst, dass die Trainerschule ein gefährlicher Ort für sie sein würde. Doch als ich gerade das Areal verlassen wollte, sprach mich jemand an. Hey du da, Witzfigur. Als ich mich umdrehte, sah ich dort jemanden stehen. Er war etwa in meinem Alter, ein wenig älter. Er war ein etwas zu selbstbewusster Mensch. Woher ich das schon wusste? Ich kannte den Typen noch von meiner Zeit als Mensch. Er war ein ehemaliger Klassenkamerad, einer derjenigen, die ich am längsten kannte. Bist du nicht der Kerl, der heute in der Zeitung war? Sorry, ich bin kein Kyogre, muss mich verwechseln. Dumme Fragen, bekommen dumme Antworten. Ich sehe ihn ganz lustig, nicht? Was machst du hier? Ich erkunde die Gegend, wenn es dir nichts ausmacht. Das tut es aber. Warum? Angst, dass ich was kaputt mache? Seine Antwort überraschte mich eher. Das ist mir komplett Schnuppe. Aber was die in den Zeitungen schreiben, juckt mich eh nicht. Dass du ein Freak bist, erkenne ich auch ohne. Aber das hier ist mein Revier, klar? Klar wie Milchschaum. Man merkt vielleicht, dass ich den Kerl durchaus verarschte. Ich wusste noch, wie man ihn aus der Reserve locken konnte. Jetzt hör mir mal zu, Walross. Du kommst hier zu meiner Trainerschule und willst mich verarschen. Hast du überhaupt einen Plan, wer ich bin? An sich schon, aber das würde ich ihm nicht verraten. Und zweitens war es vermutlich nicht, was er hören wollte. Der Messias? Nah dran. Ich bin Snens, der Schulsprecher der Trainerschule. Ich habe eine Siegesrate von über 80% und ich fordere dich heraus. Ich zeige dir, wie ein wahrer Trainer aussieht. Snens, für mich ein alter Bekannter. Er war noch nie der selbstloseste Mensch unter der Sonne, aber er war schon immer ein Streber. Er hatte vermutlich stundenlang alles über Pokémon-Kämpfe studiert, um irgendwie an seinen Posten zu gelangen. Und er war mein Gegner in meinem ersten Trainerkampf. Na los, wie ein Pokémon. Ich hörte Latios hinter mir fragen, sollen wir die Witzfigur jetzt wirklich bekämpfen? So sind die Regeln. Außerdem hat er es eindeutig nötig, eine Lektion erteilt zu bekommen. Mein Gegenüber wirkte amüsiert von meinem Gespräch. Der Kerl redet ja echt mit Pokémon. Was eine Lachnummer.
Dann ist deine Maske ein Seemops oder was? Ich leitete den Kampf ein. Danke fürs Stichwort, Snens. Seemops, du machst den Anfang. Bevor der Kampf richtig begann, versuchte mein Gegenüber mich erneut zu belehren. Du hast ja offensichtlich nicht so viel Ahnung, all deine Pokémon frei rumlaufen zu lassen. Jeder sieht sofort dein gesamtes Team. Aber hey, ich lasse dir zumindest eine 0,032%ige Siegeschance und gebe dir den Startvorteil. Los, Kamaup! Ich war wirklich beeindruckt, wie selbstsicher der Kerl war. Er schickte ein offenbar relativ niedrig geleveltes Kamaup mit einer unfassbaren Schwäche gegen Seemops in den Kampf. Zeit, diesem Kerl zu zeigen, wie man wirklich kämpft. Die erste Runde begann. Seemops kam zuerst zum Zug. Seemops, Nutzsurfer, machen wir den Anfang schnell. Diesen Satz sagte ich in normaler Menschensprache. Latias hatte mir bereits erklärt, dass Pokémon sehr leicht die Namen der Attacken lernen können. So können Trainer ihre Pokémon erst richtig trainieren. Seemops nutzte Surfer und nicht, dass es mich überraschte, Kamaup war mit einem Schlag kampfunfähig. Trotzdem wirkte Snens sich noch sehr sicher. Du kennst Typeneffektivitäten, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na dann, Nummer 2, Pikachu, du kannst hier was holen. Auf den ersten Blick merkte ich, auch Pikachu war wirklich nicht hochgelevelt. Seemops hätte es sehr sicher auch einfach ausschalten können, aber ich entschied mich zu wechseln. Chillast, übernimm du. Die zweite Runde begann. Sein Pikachu war deutlich schneller als Chillast und kam so zuerst zum Zug. Mit einer Donnerwelle schränkte es Chillast Bewegungsfreiheit ein. Komm Chillast, Erdkräfte. Chillast schaffte es, durch die Paralyse zu dringen und traf. Offenbar war mein Gegenüber relativ überrascht. Erdkräfte? Gar nicht so schlecht. Eine gute Attacke für ein Chillast. Aber trotzdem wird es Zeit, das hier zu beenden. Denn weißt du das Tollste? Die beiden sind mir völlig egal. Ich gewinne mal all meine Kämpfe mit meinem MVP. Los, Craze. Aus dem Pokéball sprang ein Mizunder. Es sah etwas eigen aus. Sein Kopf wirkte leicht dunkler. Und es hatte eine Narbe auf dem Rücken. Und es fiel schnell auf, dass es sein mit Abstand besttrainiertes Pokémon war. Es war ihm nämlich sehr ähnlich. Gib doch gleich auf, mich besiegt niemand. Ich bin das stärkste Pokémon der ganzen Schule. Chillast tat es mir nach. Du gehst noch zur Schule? Da musst du aber oft hängen geblieben sein. Es gibt nichts Schöneres, als seine Gegner zu nerven. Das Mizunder, Craze, schien jedoch noch temperamentvoller als sein Trainer. Was? Sag das nochmal, du Kleiner! Wir begannen mit der nächsten Runde. Craze war ebenfalls deutlich schneller als Chillast und begann mit einem Clownwetzer. An diesem Punkt hast du den Kampf bereits verloren, Walross. Die Chancen, dass dein Chillast erneut angreifen kann, ist nicht hoch. Selbst wenn er mit Erdkräften trifft, wird es laut meinen Berechnungen nicht einmal reichen, um Craze halb auszuschalten. Seine Angriffe treffen jetzt noch härter und er wird jedes deiner Pokémon vernichten. Du hast verloren. Ich kannte jedoch einen Faktor, den er bestimmt nicht in seine Berechnung mit eingebaut hatte. Chillast, einfach nochmal Erdkräfte. Chillast konnte sich durchringen und traf. Trotz Snens toller Berechnung fiel sein Pokémon mit einem einzigen Treffer. Er wirkte unfassbar schockiert. Was? Wie? Aber das ist unmöglich, nach meinen Berechnungen. Was hast du denn gedacht, auf welchem Level Chillast ist? Der Attacken- und der Entwicklungsstufe nach habe ich mit 12 gerechnet. Craze, der auf 23 ist, hätte eindeutig mehrere Erdkräfte ausgehalten. Du unterschätzt meine Pokémon. Auf Level 12 hätte deine Taktik vielleicht geklappt. Aber Chillast ist auf Level 42. Wieder wirkte er schockiert. 42? Und wieso zur Hölle hast du ihn da nicht schon lange entwickelt? Die Pokémon in diesem Team entwickeln sich, wenn sie es wollen. Was bist du denn für ein Trainer? Es ergibt keinen Sinn, du! Hör auf zu heulen. Komm, nächstes Pokémon. Er wirkte sehr verunsichert und verlegen. Aber Craze war mein letztes Pokémon. Dein Ernst? Und du bist hier Schulsprecher? Das war lächerlich. Sei ruhig, du hattest den Levelvorteil. Glaub mir, wir sehen uns wieder. Und das nächste Mal mache ich dich fertig.
Merk dir meinen Namen! Wütend zog er ab. Mit einem letzten Satz zu meinen Freunden zogen wir weiter. Was für eine Pfeife! Während wir den restlichen Tag durch die Straßen zogen, hatte ich eine kleine Diskussion mit meinen Freunden. Sag mal, Günther, warum müssen wir solche Leute überhaupt bekämpfen? Ich meine, das ist doch nur Zeitverschwendung. Es ist auch Schwachsinn. Und solche Leute wie Snens halten sich dann auch noch für stark, weil sie ein paar andere besiegen können. Aber es ist das Gesetz dieser Welt. Außerdem wird es vor allem gegen Ende des Krieges wichtig. Denn sollte ein Trainer ein Emblem haben, ist es möglich, ihn herauszufordern, um es selbst zu erlangen. Und da bereits eines der Embleme gewonnen wurde, wird dies wohl nötig werden. Aber müsste derjenige, der dann schon eins hat, nicht gar keine Ruhe vor Herausforderern haben? Nein. Erstens wissen die meisten, dass sie ihn nicht besiegen könnten. Und zweitens muss man selber einen hohen Einsatz haben, den man bei einer Niederlage verliert. Wenn man selber nichts zu verlieren hätte, hättest du wohl recht. Kennst du den Kerl von gerade eigentlich? Es kam irgendwie so herüber. Ja, du hast recht, Lodecke. Er war tatsächlich einer derjenigen, mit denen ich am meisten Kontakt hatte, bevor ich damals in eurer Welt gelandet bin. Er ist für mich also ein alter Freund. Nur war er damals noch nicht so arrogant. Sehr selbstsicher, ja. Aber nicht so wie heute. Jetzt aber mal ganz im Ernst. Haben wir nicht schon viel darüber gehört, wie stark der Kerl sein soll, wenn das einer der stärksten Trainer ist und die Menschen trotzdem mit Darkrai's Armee mithalten können, dann ist der Krieg ja schon fast gewonnen. Ich bin ehrlich, mich hat's auch überrascht. Aber wir dürfen auf keinen Fall zu selbstsicher werden. Ich bin mir sicher, Leute wie Olaf sind wirklich stark. Und auch Darkrai's Generäle. Und selbst wenn alle sie doch schwach sind, Darkrai selbst ist es nicht. Das wissen wir alle. Und der Krieg wird nicht enden, bevor wir ihn nicht besiegen können. Also bleibt alle realistisch, uns steht eine große Herausforderung bevor. Glaubst du eigentlich, wir werden diesen Pokémon-Champion irgendwann treffen? Und kennst du den eigentlich auch von früher? Ob wir ihn treffen werden? Ich kann es wirklich nicht sagen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber da die Menschen uns nicht freundlich gesinnt sind, würde es in einem Kampf enden, sollten wir ihn treffen. Und dieser Kampf würde wahrscheinlich unfassbar anspruchsvoll werden. Doch mein Ehrgeiz würde trotzdem schon gerne einen Kampf gegen ihn gewinnen. In Erinnerung versungen lächelte ich. Es wäre bestimmt ein toller Kampf. Und ich könnte ihm endlich beweisen, wer ein für alle Mal der Bessere von uns ist. Ich meine, das versuchen Geschwister doch immer, nicht wahr? Warte, willst du damit sagen... Ja, Pokémon-Champion Olaf ist mein Bruder. Einen Moment lang wurden sie alle still. Heißt das, ich bin neulich ins Haus vom stärksten aller Trainer eingedrungen, um diese Maske zu holen? Und vor allem, wird ihm nicht auffallen, dass sie fehlt und dass du sie trägst? Vielleicht wird es das, aber damit werden wir klarkommen müssen. Aber es kann auch sein, dass wir ihm nie begegnen. Aber das kann nur passieren, wenn jemand ihn vorher besiegt. Ansonsten müssten wir gegen ihn kämpfen. Wegen seinem Emblem. Er kann noch so stark sein. Um Darkrai zu besiegen, muss man ihn kennen. Wir sind die Einzigen, die ihn besiegen können. Und so gingen wir weiter und weiter. Wir kamen schon bald in belebtere Gebiete der Stadt. Sowohl von Freunden als auch Feinden belebter. Dass mich alle als Feind ansahen, half aber kaum. Bereits am Tag zuvor starrten mich viele Leute komisch an. Doch an diesem Tag war es deutlich extremer. Manche von ihnen trauten sich tatsächlich, mich zum Kämpfen herauszufordern. Und so musste ich wieder und wieder Schlachten schlagen und sowohl Trainer als auch Pokémon in ihre Schranken weisen. Manche von ihnen waren in jedem Aspekt schwächer als Snens. Andere hatten tatsächlich ziemlich starke Pokémon. Doch Trainer mit starken Pokémon hatten alle auch Probleme. Entweder waren sie arrogant, nicht nur mir, sondern auch ihren Pokémon gegenüber. Sie sahen sich als Chef ihrer Teams an. Andere untertrieben aber auch völlig. Sie waren nur Dekoration und ließen ihre Pokémon komplett machen, was sie wollten. Somit erkannte ich, warum Snens ein stärkerer Trainer war als die meisten hier. Alleine wegen Krays. Die beiden waren tatsächlich ein eingespieltes Team. Und zwar ein echtes Team. Ein wahrer Trainer benimmt sich nicht, als wäre er besser als seine Pokémon,
doch auch nicht, als wäre er unwichtig. Der Trainer ist das 7. Mitglied eines Pokémon-Teams. Nur wenn die Einheit in voller Harmonie zusammenarbeitet, kann ein Trainer ein starkes Team trainieren. Auch dieser Tag kam bald zu einem Ende. Ich und meine Freunde wollten gerade aufbrechen, als noch ein Pokémon zu mir gerannt kam. Es war kein Mitglied von Darkrais Armee und auch kein anderes irgendwie starkes Pokémon. Es war ein Endivier. Endlich habe ich dich gefunden. Es war offensichtlich sehr außer Atem. Ich empfing es ehrlich gesagt nicht freundlich. Was willst du von mir? Ich habe keine Zeit für Herausforderungen. Warte, das ist es nicht. Entschuldigung, ich habe dich nur den ganzen Tag gesucht. Ich bin etwas aus der Puste. Naja, ich sollte etwas von meinem Trainer ausrichten. Er würde dich gerne treffen. Heute Nacht, wenn keiner euch belauscht. Direkt hier. Es war eine sehr ungewöhnliche Anfrage. Doch ich wusste schon, wie ich handeln würde. Sag ihm, ich werde da sein. Aber ich bin vorbereitet, falls er irgendwelche Späße versucht.